Guten Abend, Leute. Nach meinem gestrigen Video habe ich heute noch mal eben einen kleinen Zusatz für euch. Und zwar hatte ich ja über die 18 Punkte, die da so ein bisschen geleakt waren, gesprochen, die in dem Gesetzesentwurf unbedingt geändert werden müssen, in den kommenden Lesungen und so weiter und so fort. Eine Sache, über die immer viel zu wenig gesprochen wird, ist die Führerscheindebatte. Und nicht nur in Bezug auf den Grenzwert, der angepasst werden muss, ne? Ein Nanogramm, wisst ihr alle, viel zu niedrig, unwissenschaftlich, bringt nichts, sorgt nur dafür, dass Leute, die nüchtern sind, den Führerschein verlieren. Aber, und das ist auch eine Sache, die hatte ich überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm oder ja nicht drüber nachgedacht, ein anderes Ding ist die Führerscheinverordnung. Und da scheint es so zu sein, dass die kommenden Gesetze das noch gar nicht so richtig berücksichtigen, zumindest im vorliegenden Gesetzesentwurf. Da hat OnMPU ein ziemlich gutes Video zugemacht. Und das hat mich auch beflügelt, heute noch dieses zu machen. Denn die haben eine Aktion ins Leben gerufen, spontan, ähnlich wie die, die neulich der DHV gemacht hat. Und zwar könnt ihr da auch ziemlich automatisiert eine E-Mail schreiben an verschiedenste Akteure, die da mitmischen, gerade bei der Gesetzgebung. Und es geht darum, dass die Fahrerlaubnisverordnung, heißt es, glaube ich, eben auch angepasst werden muss. Was nützt uns ein Grenzwert von 20 Nanogramm, wenn ein Gelegenheitskonsument trotzdem von der Führerscheinstelle zur MPU eingeladen wird oder verdonnert wird? Dann ist es zwar keine Ordnungswidrigkeit, wenn ich unter 20 Nanogramm bin, aber wenn das immer noch der Führerscheinstelle gemeldet wird und diese Führerscheinstelle sich ein Ei drauf pellt, ob das jetzt kriminalisiert ist oder nicht, dann macht es keinen Unterschied. Und das ist eine Sache, die muss angegangen werden, definitiv. Ich bin sicherlich nicht der Einzige, der denkt, dass gerade dieses Führerscheinthema mit das Wichtigste oder eins der wichtigsten Facetten dieser ganzen Gesetzesänderung ist. Weil Führerschein weg bedeutet nicht selten, ne, Existenz weg oder erstmal Job weg, Existenz weg, Familie weg. Führerschein ist essentiell. Wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt, ich wohne auf dem Land, wenn ich keinen Führerschein hätte, dann öffentliche Verkehrsmittel ist nicht, kannst du vergessen hier bei uns. Das ist in der Stadt wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich kenne auch einige Leute, die in der Stadt leben, die gar keinen Führerschein haben oder brauchen. Da sieht es dann ein bisschen anders aus. Aber auf dem Land bist du aufgeschmissen ohne Führerschein. Deswegen ist das eine der schlimmsten Dinge, die passieren kann. Und wenn das dann auch noch passiert, obwohl man nichts Schlimmes gemacht hat, niemanden gefährdet hat, ja, obwohl man sogar unter den von der Gesetzgebung festgelegten Grenzwerten war, wenn die dann angehoben werden. Und man muss trotzdem zur MPU, weil die Führerscheinstelle meint, ein Gelegenheitskonsument muss zur MPU und ein regelmäßiger Konsument oder Dauerkonsument, der verliert sowieso sofort seinen Führerschein, weil es nicht geändert wurde, weil immer noch irgendwelche Pappnasen da sitzen und meinen, die müssen die Leute schikanieren, dann hat das Ganze keinen Wert und dann können wir das gleich in eine Tonne hauen. Deshalb, ich verlinke euch das, geht ganz schnell, ein Klick. Dann habt ihr wieder, wie neulich beim DHV, bei der DHV-Aktion, habt ihr alles sofort in eurem E-Mail. Die E-Mail ist dann vorgefertigt. Ihr müsst nur noch euren Namen drunter packen, abschicken und schon läuft das Ganze. Ich habe natürlich schon mitgemacht. Ich wünsche mir und ich erwarte auch von allen, die dieses Video sehen, teilt das gerne natürlich auch, dass ihr da mitmacht. Ich verlinke euch auch hier das Video von OnMPU. Sehr interessant. Sicherlich ein paar Aspekte, die nicht jeder so auf dem Schirm hatte. Also ich zumindest nicht, muss ich zugeben. So, deswegen umso wichtiger, macht damit. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diejenigen, die jetzt dann noch mitwerkeln, so ein Heidenblut und eine Wegge und so, die haben die Führerscheinproblematik schon auch auf dem Schirm. Aber vielleicht auch nicht. Wir haben die Gelegenheit, da noch mal ein bisschen, was zu sagen. Ihr könnt natürlich auch eigene E-Mails schreiben, aber ist halt nicht so einfach. Und ich weiß ja, wie das so ist, ne? Mit den Leuten,
es ist ja immer nicht so ganz einfach, den Arsch hochzukriegen für den einen oder anderen. Sei es drum, ihr habt die Gelegenheit mit, es ist ein Klick, dann seid ihr da auf der Seite von OnMPU, dann ist es noch ein Klick, dann seid ihr wiederum schon in eurem E-Mail-Postfach mit vorgefertigter E-Mail, schreibt euren Namen drunter oder schreibt XXX drunter oder Mr. Incognito, wenn ihr wollt. Und noch ein Klick, dann ist das abgeschickt. So, und da kann mir keiner erzählen, dass das zu schwierig ist. Also ich bitte euch und ich erwarte es auch, macht damit, es ist wichtig. Ja, und dann gucken wir uns morgen zusammen. Oder ja, ich hatte ja im letzten Video schon gesagt, ich werde nicht dazu kommen, aber guckt euch morgen die erste Lesung an, 18 Uhr. In meinem vorherigen Video habe ich den Link dazu in die Kommentare gepackt. Wird morgen 18 Uhr übertragen. Also das ist der Mittwoch, der 18. Und ja, wichtig, mitmachen, bitte, bitte. Und wer nicht mitmacht, der, ja, dem soll was ganz Schlimmes passieren. Nein, Spaß, aber naja, es macht keinen Sinn, nicht mitzumachen, weil es so einfach ist und für jeden machbar und da gibt es wirklich gar keine Ausreden. So viel von heute, für heute von mir. Haut rein und wir sehen uns die Tage. Haut rein.